Moin Moin und willkommen zurück an alle Zuschauer. Herzlich willkommen. Ich bin mal von der letzten Quest. Ach, ich hätte eigentlich hier mal schnell hier hochrennen sollen und mir das Blümchen holen. Verpasst, vergessen, was auch immer. Jedenfalls bin ich von hier oben schon mal via Schnellreise hier runtergereist. Und was sehe ich da? Hier ist eine kleine Nebenquest. Und die schnappe ich mir mal gleich. Wer weiß, was der will. Kann ja nicht lange dauern. Ich habe gesehen, wo du warst. Ach, eher. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten dein Werk schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht dein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. So, ach, das ist ja mal witzig. Wollen wir gleich mal einstellen. Das ist sogar eine Quest geworden. Ich habe schon ein paar andere Banditenlager eingenommen. Und da war nicht dabei. Jetzt gibt es das nächste kleine Banditenlager hier als Quest. Okay, von mir aus Breitkopf. Denn schnappen wir die uns mal. Gibt es hier auch... Ja, nicht. Erledige die Banditen. Na denn, nichts leichter als das. Mal schon gucken, ob hier ein paar rumschwirren. Da sind schon. Da sind sie schon. Das wollte ich sowieso machen. Jedenfalls war das mein Plan. Hier das Banditenlager einnehmen und Blümchen holen, den holen und rüber zur Brutstätte. So, ich will das aber so machen, dass die mich nicht entdecken. Deswegen mal... Hier hinten mache ich noch so einen kleinen Schwenker, ich Troll. Ah, der ist wieder mit von der Partie. Na komm, zeig dich. Ah, der ist so weit weg. Der ist hinterm Stein. Ja, so noch ein Leckerli. Uns mal im hohen Gras. Der ist ja ganz weit hinten. Hier können wir uns noch einmal kieren. Hier hockt einer am Feuer. Gehen wir den nach oben? Hm, sieht nicht so aus. Schade, dass es auch so dunkel ist. So, zack, Nummer 1. Schauen wir mal, ob wir den bekommen. Ah, den habe ich nur in den Rücken geschossen. Was war das? Der Rauch, der stört mich hier ein bisschen. So. Tarnkill, Kopfschuss. Sehr gut. Ich schlafe.
schleiche mich mal hier rüber. Sehr schön, jetzt wird es auch ein bisschen hell. Und den werde ich mir versuchen zu holen. Abgenickt. Nee, hau mal ab hier. Ich will den da hinten markieren. Bandit, zack. Dann will ich mal sehen, ob ich nicht irgendwie irgendwo die Alarmglocke finde. Gibt es hier noch einen anderen Weg nach oben, dass man von oben irgendwie rankommt? Das wäre natürlich schön. Ich versuche mich mal hier hinten lang irgendwie lang zu pirschen. Räumen wir mal. Ah, guck mal, da hinten sind auch die beiden Gefangenen. Ein paar rennen hier rum. Hier nicht noch einen schönen Grasbüschel, wo wir uns verstecken können. Jawohl. Ach komm, das muss doch klappen. Jawohl. Wäre schön, wenn wir hier noch irgendwie so einen kleinen Hintereingang finden. Ach, guck mal, hier ist, glaube ich, ein Anfasser, wo wir hochkrabbeln können. Sehr schön. Das ist genau das, was wir gebrauchen können. Ist der Alarm. Komm, Alter, mach da eine Fliege. Wir haben hier nämlich jemanden, der da rumgeistert. Sehr schön. Da sind Leute in den Käfigen. Ich brauche noch ein paar Kills von oben. Das werde ich aber hier jetzt wahrscheinlich gar nicht so hinbekommen. Da hinten. Da ist der Alarm. Den muss ich versuchen auszuschalten. Ich mal versuchen hier hinten irgendwie lang zu grabbeln. Sehen, ob mir das gelingt. Auf alle Fälle retten wir erstmal die... Schon gut. Gleich seid ihr frei. Die beiden Gefangenen. Alles wird gut. Ich hole euch hier raus.
gucken, gibt es hier irgendwo einen Anfasser, den wir benutzen können. Sieht nie so aus. Bald wird es draußen hell sein. Püppchen, das ist schon hell. So, hier kommen wir nicht hoch. Ein Alarm. Sie dürfen ihn nicht erreichen. So, also mal gucken, wo ist der Alarm? Da. Da noch ein. Oh, hier. Direkt hier vorne steht einer. Ah, der Rauch vom Feuer. Er will uns zum Narren halten. Seht euch mal seine Rüstung aus der Nähe. Auf dem Donnerkiefer wuchs bereits Moos. Das wird doch nichts. Doch, wird das was. Ich hoffe, die werden jetzt nicht aufmerksam. Ich versuch die mal. So, auch erledigt. Gucken, ob hier hinten noch irgendwo einer rumschleicht. Nöp. Sehr gut gemacht. Ich muss irgendwie versuchen, die Alarmglocke auszuschalten. Hey, Nil steht mir im Weg. Alarm wäre erledigt. So, jetzt verstecke ich mich erstmal nochmal. Wer schießt da? Ja, ist das spannend. So, kriege ich die vielleicht? Oh nein. Sehr gut. Und damit habe ich Stufe 34 erreicht. Noch ein Erfahrungspunkt dazu. Maximale Gesundheit plus 10. Sehr schön. Wollen wir mal gucken. 2 reicht nicht. Ich muss noch einmal mit aufsteigen. Jetzt wollen wir mal gucken, wo sind hier noch ein paar Banditen? Ja, da krabbelt noch rum. Aber den können wir markieren. Den hier. Hier noch einer. So, was wäre jetzt der optimale Weg? Hier rumschleichen. Kriegen wir den da so einfach? Würde mich nicht wundern, wenn ich wieder hängen bleibe. Ah, komm. Ein Schuss, ein Treffer.
Herrlich. So, gucken. Wo sind noch ein paar Banditen? Da sind die beiden Verbündeten. Beziehungsweise die, die wir gerettet haben. 1, 2, 3, da oben ist noch einer. Oh. Den habe ich ja fast übersehen. Zack, sackt er zusammen wie ein Sack Kartoffeln. Kriegen wir den von hier aus? Ich glaube eher nicht. Doch. Kopfschuss. Perfekt. Ist nur ein bisschen Gras. Komm. Den schieße ich die Mütze vom Hals. Da oben hockt noch einer rum. In den Hals geschossen. So, das ist, müsste es gewesen sein. So ist es auch. Dingling, dingling. Cool. Nicht unbedingt entdeckt worden. Haha. So, erledigt. Papierkorb. Gib mir deine Gratiskiste. Sehr schön. Jetzt können wir noch ein bisschen was einsammeln. Coole Nummer. Hauptmann Ersa dachte, sie sei unverletzlich, aber diese verdammten Schattenkarja haben sie erwischt. Eine Frau als Sonnen habe ich der Loge. Der Sonnenaufgang hat eine neue Ehre. Sehr schön. Ich habe schon zu viel dabei. Das war klasse. So, hier können wir ein bisschen was einsammeln. Das mache ich jetzt schnell mal noch, bevor ich speichere. Und dann geht's los, holen wir uns Blümchen und all die anderen schönen Sachen, die man auch so braucht. Hier liegt noch einer rum. Gib mir dein Glas. Und hier noch was Schönes, irgendwie ein Datenpaket oder sowas. Nipp. Ist jetzt also eine Frau. Und? Sie hat sich an die Regeln gehalten und so, gewonnen. Rede mit Neil. Das machen wir. Vor ich speichere, schnacke ich erstmal mit dem nochmal. Och, der ist ja wieder so weit weg. Camp Hadish führt wieder die Jägerlöcher. Also doch erstmal speichern. Eine Frau führt jetzt die Jägerloge, weil in ihrem Haus keine Männer mehr übrig waren, die das übernehmen. Vielleicht sind ja Frauen auch die besseren Jäger, weiß man ja nicht. Weil sie geduldiger sind vielleicht. Man weiß es nicht. So, das Banditenlager war einfach. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Ist das hier wie so ein Donnerkiefer? So, erstmal rennen wir zu dem Kasper. Da schleicht er rum. Hat ja auch das Blut in den Ohren gerauscht. Der Klang hält an. In der Stille. In der Stille. Ein Ruf zu den Waffen. Ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat. Für die Kaja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Awad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen?
Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis. Südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich. In der heißen, dunklen Steinzelle konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Was für Dinge hast du getan, Neil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten kennst du diese Orte, einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind? Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Ja, cool. Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben. So ist es. Banditenlager abgeschlossen. Dingling, dingling. Klasse. So, schnell mal hier ein Speicherchen machen. Alles voller Breitköpfe. Warum sind wir grauhaarigte? Jetzt mal auf, den schnapp ich mir. Zack. Der ist schon mal mein. Mal gucken. Können wir auch den übernehmen? Überbrückung nicht mehr möglich. So, was ist das für ein Vieh jetzt hier? Ein Donnerkiefer. Also die Dinger sind echt heavy. Was haben wir da? Für einen fetten Turm. So, jetzt gucken wir mal. An dem Lagerfeuer waren wir. Hier ist das Banditenlager gewesen. Und ich will in diese Richtung. Das markiere ich mir mal. So, Donnerkiefer-Areal haben wir gesehen. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Dann mal flink dahin. Den Langhals, den will ich mir nämlich noch in dieser Folge schnappen. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Eigentlich müsste ich mal gucken. Die Zeit würde ich mir mal nehmen. Herstellen, Tragfähigkeit. So. Ja, Kaninchenhaut. Mir fehlt eine Kaninchenhaut. Da war da eben eins. Ich halte meine Augen offen. So, dann lass uns mal da hinten hinrennen. Er hat Angst davor, hat seinen Bruder zu verletzen, falls er Sonnenfall angreift. Er hatte kein Problem damit, seinen Vater umzubringen. Oh, hier habe ich tatsächlich noch was vergessen mitzunehmen. Noch ein Wüstenglas? Jawohl, her damit. Können wir verticken. So, guck ich mal. Wo ist das Blümchen, das ich auch wollte? Hier hinten. Das markiere ich mal zuerst. Ah, nee, da springe ich nicht runter. Bringt nichts. Macht nur Beulen. Muss einen anderen Weg nach draußen finden.
Und zwar hier. Vorerst werde ich aber mal noch speichern. Wo war es vorher? Hier. Sicher ist sicher. Ich setze mir gern mein eigenes Tempo. Jetzt ist es gerade. Genau, gib mir deine Scherben. Da will ich ihn schon poltern. Das Signal muss ganz nah sein. Da sind noch ein paar Viecher. Schnappmäuler. Ich glaube, Schnappmäuler bekomme ich auch noch nicht überbrückt. Ich muss nur auf den Kopf des Langhalses. Ich will nur so eine Attacke von oben versuchen. Gucken, ob mir das gelingt. Bei dem hier. Wo ist das Signal, das mein Fokus gefunden hat? Ich bin mal gespannt, ob mir das gelingt. Ach, klingt mir nicht. Den Stein dumm geworfen. Hier liegt er rum. Dann nehmen wir ihn mit. Na, dann wollen wir mal gucken. Wenn ich hier irgendwo das blöde Blümchen finde. Da ist er schon. So, und diesmal südwestlich. Südwestlich vom Mittelpunkt. Die sehen irgendwie anders aus. Und so gut wie sie, alle Blümchen sind hier in einem Pflanzendreieck versteckt. So, wollen wir mal gucken. Ob wir jetzt schon mal von den Blümchen... Nein, wir haben immer noch kein Set zusammen. Wir können uns noch keine Kiste holen. Aus, als ob ich da hinten rauf muss. Das heißt für mich, ich muss die Schnappmäuler killen. Wo komme ich von da ran? Das ist eine Möglichkeit. Ich hoffe, die Schnappmäuler kriegen mich nicht. Nee. Ich werde meine Stiefel trocken laufen müssen. Nicht nur das, ich komme hier nicht rauf. Verdammte Axt. War eine blöde Idee. Oh nein! Das Vieh hat mich noch nicht gesehen. Haha. Aber Schnappmäuler, ich guck mal. Guck mal in meiner Liste. Steinbrecher, wo sind sie denn, Schnappmäuler? Direkt daneben. Gesperrt. Krieg ich noch nicht überbrückt.
Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Jetzt müssen wir bloß noch versuchen, nicht von den Viechern entdeckt zu werden. Wo ist es? Ich markiere mir das mal. Ah, das Vieh kommt zurück. Ich hab's geahnt. Das muss ich vorher erst platt machen. Ja, guck mal. Hier, am Schwanzende, das Rotzeichen. Cool. So, jetzt ist der Langhals natürlich wieder weg da. Hier lasse ich mich nicht aufhalten. So, das Ding hat gesessen. Ja, komm. Der hat gesessen. Das war nicht so pfiffig. Wo ist er denn hin? So, haben wir hier nicht noch irgendwo ein Schnappmaul? Ach, das ist da hinten. Okay, dann können wir hier beruhigt alles mal schnell ein bisschen einsammeln.
Dinge können wir auch einsammeln. Was sind denn hier für Geräusche unterwegs? Aber komm, das Ding holen wir uns auch hier. Draht, alles her damit. Kann ich alles gebrauchen. Pflänzchen. Zack. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt gleich hier an den Langhals kommen. Haben wir hier auch einen schönen... Ach, hier ist die Markierung für den Langhals. Alles klar. Dingeling, dingeling. Aber hier ein Feuer in der Nähe haben wir nicht. Doch, hier hinten. So, Spannung. Knappe Kiste. Okay. Jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Schön festhalten. Eloy. So. Langhals, Kupfertiefen, so, alle Langhalse überbrückt. Sehr schön. 7500 Erfahrungspunkte. Klasse, ich werde mal gleich meine Fähigkeiten ausgeben. So, Doppelschuss wäre ja nun mal langsam angebracht. Bastler ist auch nicht schlecht. Waffenspulen und Outfitgewebe können entfernt und wiederverwendet werden. Mhm. Ich habe so viel von den Dingern, das brauche ich eigentlich gar nicht. Oh, starker Schlag ist auch nicht schlecht. 15% mehr Schaden und danach 30%. Doppelschuss. Drücke beim Ziel mit R1. Mhm. Um bei allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Pfeil anzulegen. Dreifachschuss, auch nicht schlecht. Wenn meine Gesundheit niedrig ist. Hm. Okay. Ich werde starker Schlag nehmen. Sehr schön. Dann sollen wir mal gucken, wo ist es denn am besten jetzt hier. Ich werde mir schon mal hier runterspringen an der Stelle und dann hier rüber tippeln und da reingehen. Hier abseilen. Ist gut. War das eben Beobachter-Energieprotokoll? So, das will ich mir mal schon markieren. Da will ich hinten hin. Ich hoffe, wir finden hier gleich... Oh, was für Geräusche. Ein Lagerfeuer.
Trampler. Die Viecher sind gruselig. Muss ich mir aber auch noch einen holen. Gucken, haben wir hier schon ein Feuerchen? Ja, hier. Sehr gut, da muss ich hin. 150 Fuß, dann sind wir erstmal in Sicherheit. So. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Oh nein, das passt mir jetzt gar nicht. Diese kreischenden Mistviecher. Kriege ich einen stillen Schlag hier hin? Nee. Den mache ich mal jetzt hier nicht. Ich schleiche mich mal hier drumrum. Zum Feuer hin. Schön leise. Bloß kein Aufsehen erregen. Jetzt kann ich, glaube ich, flinke Füße machen. Cool, so gespeichert ist. Und in der nächsten Folge gehe ich hier hoch. Ach, hier hätten wir auch noch ein Feuerchen gehabt. Und schnapp mir hier roh ist das, glaube ich. Schnapp mir da Quest die Brutstätte. Darauf habe ich Bock. Die Dinger muss ich sowieso irgendwann alle mal machen. Ja, dann kann ich hier getrost einen Cut machen. Dankeschön fürs Reinklicken sagen. Lasst mir ein Like da, bombardiert mich mit Kommentaren. Das war eben knapp. Mal sehen, ob ich aus der Nummer da wieder rauskomme. Das Vieh steht direkt neben mir. Alles klar? Klickt in der nächsten Folge mit rein. Bis dahin. Tschüss, euer Olli.